2010 zu Johanna Hackl. Die 36-jährige Österreicherin hat harte Zeiten hinter sich. Diskriminierungen aufgrund ihrer Transsexualität gehörten zu ihrem Alltag. Also ich bin aufgewachsen mit so einem Gefühl, grundsätzlich falsch zu sein. Also das ist mir dann auch immer wieder begegnet aus Realität. Also ich bin falsch oder du darfst so nicht sein oder so wie du bist, das ist krank oder einfach so nicht existenzberechtigt. Also wie ich sozusagen nur männlich war und nie so wirklich so ausgeschaut habe, war das Drama eher das, dass die Menschen auf der Straße so arg auf mich reagiert haben. Also mit Beschimpfungen, mit Anspucken und was ich bin und Schwuchtel und so Sätze wie ich bin ekelig, ich bin falsch. Das sind ganz extrem in mir. Also es ist nichts Einfaches. Es bringen sie ein hoher Prozentteil der Transsexuellen oder Transidenten, bringen sie ja um. Und ich verstehe es. Also ich war mehrere Male davor, wo ich mir gedacht habe, was hat das da überhaupt für einen Sinn? Doch Johanna überwand alle Anfeindungen. Halt für ein neues Leben und ihren veränderten Körper fand sie schließlich im Yoga. Und dann legt die Hände auf die Knie oder nach oben oder ins Yoga-Mudra, die Finger nach unten gestreckt. Und beobachte nur den Atem. Yoga ist für mich deswegen so wichtig, weil es mich gerettet hat. Da ja die meisten Transsexuellen den eigenen Körper hassen, lernt man im Yoga aber dann trotzdem immer wieder, sich irgendwo hinzuschwingen, dass man den Körper irgendwie schätzt und dem Körper Gutes tut. In Österreich als Transsexuelle zu leben, hat Johanna beinahe ihr Leben gekostet. Mittlerweile hat sie ihr Anderssein aber akzeptiert und schöpft sogar Kraft daraus. Wenn du anders bist als die Norm, also sprich irgendeiner Randgruppe angehörst, also lesbisch oder schwul oder transident oder Flüchtling, dann hat man auch die Chance, dass man wirklich aus dem vorgegebenen Weg, der von der Gesellschaft vorgegeben ist, heraussteigt, aus einer Schublade heraussteigt. Bernhard hat bei der Wandlung zu Johanna auch bei der Veränderung seines Körpers einen eigenen Weg gewählt. Im Gegensatz zu anderen Transsexuellen wurde aus dem Mann ohne geschlechtsangleichende Operationen eine Frau. Eine Hormontherapie hat sie bei der Entwicklung der weiblichen Geschlechtsmerkmale unterstützt. Die Brust, die ist von den Hormonen relativ zufriedenstellend gewachsen, würde ich mal sagen. Die Art und Weise der äußerlichen Angleichung an das Wunschgeschlecht ist Ermessenssache der Betroffenen. Beim Thema Brustvergrößerung hat Johanna eine ganz spezielle Meinung. Ich glaube, dass viele das machen, um irgendwas auszugleichen, was sie nicht innerlich haben, vielleicht. Aber jeder soll das machen, was er machen will, oder jede. Und viele brauchen so eine große Brust, weil sie als Prostituierte arbeiten, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, als Sexarbeiterin zu arbeiten und dementsprechend was darstellen muss. Das war bei mir ein Thema, dass ich jetzt super als Prostituierte arbeiten kann. Dann immer, do you want $300? How much do you charge? Also, wie viel verlangst du? Und das wäre der einfachste Weg gewesen. So wie ich den jetzt gewählt habe, war es der schwierigere, beruflich gesehen. Christina Horvath hat den beruflichen Weg als Prostituierte eingeschlagen. In Ungarn als Mann zur Welt gekommen, erobert sie diese nun als Frau. Beruflich bin ich Escort, als Hostessin. Laufen sehr gut. Als Transsexuelle in der Öffentlichkeit aufzufallen, ist für sie kein Problem. Im Gegenteil. Tja, es gefällt mir eher, wenn ich gehe mit Straßenbahn in der Öffentlichkeit und viele schaut mich an. Das mache ich sehr gerne, weil ich weiß nicht, was ist das, aber irgendwas komisch, ne?
Die Pendlerin zwischen Ungarn und Österreich kommt immer montags für ihre Arbeitswoche nach Wien. This is something special about music. Trust your DJ. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Das Pendeln nach Österreich nimmt Christina gern in Kauf. Denn in Wien ist die Nachfrage groß und die Preise sind gut. Ja, in Ungarn eine halbe Stunde macht 30 und die Stunde macht 45, 50 Euro maximal. Ja, aber für Stunden. Aber in Wien ist ein bisschen andere Preise. Ja? Schon dreimal so viel. Ja, hallo, schönen guten Tag, bitte schon. Hallo, was kostet das? Ja, die Stunde fängt an von 150, ja. Dann hast du ein schönes Programm ist dabei von mir. Rollenspiele, Festspiele, Nadelungen, Zunge geschmissen, beidseitig Französisch, aktiv, passiv, eigentlich alles, was Spaß macht, ja. So mancher Kunde hat auch Spezialwünsche an die Transsexuelle. Also viele wollten von mir abspitzen. Aber ich bin keine Maschine, ja? Und wenn kommt Gast und fragt, kannst du oder kannst du nicht, ich bin immer ehrlich und ich sage, ja, kann ich oder kann ich nicht. Okay, natürlich kostet extra, weil das muss, Einzige, was muss ich nicht. Der Alltag als transsexuelle Prostituierte hält selbst für Christina bei so manchen Kunden noch Überraschungen parat. Dieser männliche Mann hat BH gehabt, aber bessere Qualität, was ich habe gehabt. Bessere Tanga, Strapsen, Schuhe. Und dieser männliche Typ hat so gemacht, Christina, komm, bitte fick mich, so wie eine richtige, richtige Schuhe. Ich habe Panik bekommen. Ich habe von dem Zimmer rauslaufen und ich habe für den Chef gesagt, sorry, ich kann diesen Job. Man kommt jeder ist ganz so, ich mag diesen Job nicht, ne? Denn auch für Christina müssen die Geschlechterrollen klar verteilt sein. Egal, ist Gast oder Beziehung, Mann muss Mann sein, Frau muss Frau sein. Ne? Und von dieser ganzen Situation, ich bin schockiert. Albert Müller ist der Sohn eines Österreichers und einer Philippinerin. Seit seinem 18. Geburtstag lebt Albert allerdings als Frau. Doch im Pass der 23-Jährigen sind immer noch ihr Geburtsname und Geschlecht eingetragen. Albert Müller, sind Sie das wirklich? Deswegen möchte sie endlich ihren Namen und Geschlecht auch im Personenstandsregister ändern lassen. Es ist ein Schritt für mich nach vorne, dass ich dann offiziell eine Frau bin. Der neue Name wird Anna May sein, also normaler Vorname wird Anna sein. Und mein Rufname wird dann May sein. Es ist der letzte Name, den meine Mutter gehört hat, bevor sie verstorben ist. Der Tod ihrer Mutter war für Anna May nur der Endpunkt einer tragischen Kindheit. Obwohl die philippinische Mutter eine wichtige Bezugsperson für sie war, hat sie viel Gewalt und Drama in die Familie gebracht. Meine Mutter war diejenige, die recht arg war und mein Vater im Endeffekt ein bisschen zusammengeschlagen hat. Meine Mutter hat auch meinen Vater für eine Frau verlassen. Sehr viel Drama gab es da, und wie zum Beispiel, dass mein Vater sie zusammen im Ehebett erwischt hat. Hat die zerrüttete Familiensituation die Transsexualität forciert? Darüber streiten Experten, ob
Transgender sein halt was Psychisches ist, also halt durch die Erziehung und was passiert ist, oder ob es biologisch ist, ob es in der DNA ist. Ihr früheres Leben und Geschlecht möchte Albert nun hinter sich lassen und als Anna May neu durchstarten. Ich möchte Schauspielerin werden. Jetzt habe ich ja meinen ersten Film gedreht und hatte Gott sei Dank schon eine Hauptrolle. Komm, es war sehr schön warm. Ich habe schon viel durchleben müssen, was nicht einfach war. Und deswegen finde ich, ist Schauspielen für mich einfacher. Mein Leben ist zu Ende. Trink das. Ich kann was. Sag mir endlich, was los ist, bitte. Sag mir, was los ist. Lorelei. Da reinzukommen hat 10 Minuten gedauert. Und dann habe ich echte Tränen geweint und... Ja, ich stelle mir einfach immer vor, dass die Szene echt ist. Beim Thema Sexualität vermischen sich im echten Leben von Anna May oftmals Fiktion und Realität. Ich bin dann meistens ein Experiment und so ein One-Night-Stand halt. Naja, solange wir nur reden, ist ja alles in Ordnung, da brauche ich es ja nicht sagen. Aber wenn mehr passiert, dann sage ich es natürlich. Rechtzeitig. Rechtzeitig. Wäre schlimm, wenn es so, Surprise! Ich sag's rechtzeitig. Die 23-jährige Studentin Lucienne kam zwar als Mann zur Welt, hat sich aber immer schon als Frau gefühlt. Deshalb hat sie sich auch vor ein paar Jahren von Schönheitschirurg Dr. Borsek Brüste implantieren lassen. Grüß dich. Hi. Alles okay? Ja, voll. Abgenommen. Okay. Ja. Wie viel? Sicher 40 Kilo. Ja. Ja. Aufgrund der starken Gewichtsabnahme müssen Luciens Brüste neu justiert werden. Kosmetische und geschlechtsumwandelnde Eingriffe sind Alltag für den Schönheitschirurgen. Doch wie viele Transsexuelle haben Sie schon operiert? Viele. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger im Geschlechtsbereich, was ich früher sehr viel gemacht habe, weil es sehr aufwendig ist. Heute eher so in den äußeren Erscheinungsmerkmalen. Brüste, Nasen, Kehlkopf, Rippen, einfach die üblichen Sachen. Ist in Österreich ein großes Thema? Ist ein großes Thema, das irgendwie halt typisch Österreich schon ein bisschen totgeschwiegen wird, noch im Gegensatz was zu Italien, Holland und geschweige dem asiatischen Raum. Aber es gibt's statistisch genauso häufig wie in anderen Ländern, aber es wird halt ein bisschen verösterreichisiert, würde ich sagen. Das mal anschauen? Ja, schauen wir es mal an. Na klar, das hängt natürlich alles jetzt an, gell? Mhm. Ja. Es hängt nicht. Wie schaut denn sonst das Gewebe aus? Na gut, das kannst du. Was siehst du das? Na ja, klar, das da. Hängt total. Siehst du das? Schau, das sind zwei Möglichkeiten, Lysanne. Entweder wir machen es größer, ja, größer. Größer. Aber größer. Weil strafen möchte das nicht, dann hast du lauter Narben drauf. Gell? Mhm. Größer. Also, nimmst du Hormone auch, oder? Ja. Tust du selber dosieren oder lässt du es dosieren? Also ich tue es selber dosieren, aber es wird kontrolliert. Wird kontrolliert. Natürlich, ja. Weil die ist natürlich durch die Hormone auch extrem gewachsen, gell? Ja. Halt schon. Sollte man bald machen, vor dem Sommer, gell? Vor dem Sommer. Ich bin unten reingegangen, gell? Ja, unten. Ist okay, wie schaut die Narbe aus? Naja, mach mal, ich gehe in die alte Narbe rein, aber damit ich das auffühle, muss ich... Passt das, oder? Muss einiges größer sicher. Sein. Ja. Kann gerne um einiges größer sein. Ja. Ich hoffe, dass, weil ich mag, dass es das eigentlich so weich ist. Ja? Naja, weich bleibt es ja. Weich bleibt es ja, weil durch die Hormone ist ja die Drüse wächst ja schön. Gell? Du hast ein super gutes Drüsenwachstum. Mhm. Hat sich überhaupt alles super verändert? Total. Hormonell, gell? Ja. Fühlst du ja wohl jetzt dann? Fühl mich wohler, ja, auf jeden Fall. Aber hauptsächlich dadurch, dass die anderen Leute sagen. Ja. Naja, davon lebt man. Ja, gell? Davon lebt man. Feedback lebt man ja. Besonders. Was sieht der andere aus? Bei dir weiß ich das nie so genau. Neben Brustimplantaten gibt es noch eine Vielzahl weiterer geschlechtsangleichender Operationen. Und da haben wir schon teilweise wirklich skurrile Sachen, auch, die wir operieren. Also überdimensionale Busen, Hüftimplantate, Schamhügelimplantate. Also wirklich
volles Programm. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es, man muss halt selber irgendwann bremsen danach und sagen, das ist genug. Zusätzlich machen viele Transsexuelle Hormontherapien, um die Bildung der körpereigenen Sexualhormone zu unterdrücken. Lucienne begann bereits als Jugendliche, illegal, ohne Wissen der Eltern, mit der Therapie. Ja, wann hast du angefangen? Mit 13. 13 schon. Ich habe die meisten sekundären Geschlechtsmerkmale, Ausbildungen verhindern können. So, ja. Genau. Also wenn du die Pubertät praktisch kapst, dann hat man sicher viele Vorteile, wenn man das rascht. Die wenigsten trauen sich das halt so früh. Oder? Transsexuell zu sein? Diesen Ausdruck hört Lucienne allerdings nicht sehr gerne. Ein Geschlecht passiert für mich zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen. Ja. So. Deswegen Transgender, nicht Transsexualität. Das ist Ausdruck, ist ganz ein grauslicher Ausdruck. Mir stoßt der auf. Gell? Ja, das ist ja keine Sexualität. Das ist ja ein Jahrmarktsausdruck. Man kann sagen Transident, weil es ist ja nicht die Sexualität. Transidentität wurde in Österreich bis vor kurzem noch als Krankheit eingestuft. Was sich geändert hat oder ändern wird in Österreich jetzt, ist, dass diese Transgender nicht mehr als Krankheitsbild bezeichnet wird. Da hat man ja früher immer gesagt, das ist eine Persönlichkeitsstörung und das ist stigmatisiert worden. Das ändert sich jetzt, da wird ein Zustandsbild praktisch beschrieben und das ist keine Krankheit mehr, Gott sei Dank. Seit 2009 ist es in Österreich zwar nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, für die Personenstandsänderung eine operative Geschlechtsumwandlung vornehmen zu lassen. Trotzdem sind für viele Betroffene Schönheitsoperationen eine wichtige Stütze. Ich habe das Gefühl, dass vor allem Transgender-Personen so auf diese Beauty-Welt sehr ansprechen, weil der Hintergedanke ist, quasi die Natur hat einen Fehler gemacht und die plastische Chirurgie gibt einem die Möglichkeit, diese natürlichen Fehler auszugleichen. Die 36-jährige Ungarin Christina Horvath arbeitet als Prostituierte in Wien. Doch heute ist die als Mann geborene Transsexuelle auf privater Shoppingtour unterwegs. Denn sie wird demnächst als Frau heiraten und benötigt dafür noch Styling-Beratung. Und das ist auch so schön. Nein, das ist zu lang. Zu lang. Weißt du, das ist das Problem. Hier, es kommt ganz, ganz vorne. Und wenn du machst die Augen auf, dann schaust du so wie ein Transvestiten. TV und Transsexuelle ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist so wie oben und unten, Teufel und Angel. Ne? Okay, ich probiere dann das, okay? Welches von diesen? 103. 103. Auf ihr Äußeres legt Christina viel Wert. Vor allem ihre Fingernägel sind ein echter Hingucker. Das ist bequem. Ich kann alles machen, was ich will. Okay, nur mit so Kohle aufmachen, das ist zu schwierig. Aber sonst alles andere, so Eyeliner, Wimpel, ich habe selber gemacht. Für ihre bevorstehende Hochzeit ist Christina immer noch auf der Suche nach dem passenden Hochzeitskleid. Als ehemaliger Mann ein besonders schwieriges Unterfangen. Ich habe keine weibliche Figur. Ne? Und von dem Kleid kann man schon ein bisschen zum Spielen. Mit optisch bekomme ich diese, so ausschaue ich so wie eine Frau. Ja? So, was sagen Sie zu dieser Richtung? Okay. Schauen wir mal, probieren. Da ist die Spitze auch schön verteilt. Ich werde ein paar Modelle vielleicht aussuchen. Das hier. Ganz was anderes. Mit Glitzer-Corsage. Nein, das ist leider unten, ist nicht, überhaupt nicht mein Stil. So schlicht? Nein, das ist, ich gebe dir eine Chance und probiere es so dann. Und vielleicht änderst du meine Meinung. Wenn jemand sieht mich auf so die Straße, dann niemand denkt so, ich war ein Mann. Aber wirklich nicht. Sag ehrlich.
schon eingebildet? Nein. Ob Christina dieses Kleid auch bei der Hochzeit tragen wird, hat sie aber noch nicht entschieden.